Ich kenne die Lösung für den Mountainbiker im Waldkonflikt auch nicht. Ich kann lediglich erklären, was die jeweils anderen an den Mountainbikern stört. Wie man jetzt damit genau umgeht, wenn man Mountainbiker ist, das muss der Mountainbiker entscheiden. Mehr kann ich dazu nicht sagen und mehr sage ich in diesem Video auch nicht. So, hallo und herzlich willkommen im Wald und jetzt muss ich mich mal wirklich dazu äußern, was die alte Mountainbiker-Thematik angeht. Also quasi die Mountainbiker versus alle anderen. Denn allen anderen, naja gut, es gibt auch Leute, die sind dem Thema gegenüber neutral und haben da ein gewisses Verständnis für die Mountainbiker, aber alle anderen Interessensgruppen des am Wald haben jetzt in der Regel eigentlich ein Problem mit denen. Und zwar wirklich alle. Also die Jäger, die Naturschützer, die Förster, die Fußgänger. Die Waldbesitzer und sogar rechtlich gesehen ist es schlicht und ergreifend nicht erlaubt, auf den Wegen rumzubrezeln, auf denen die Mountainbiker gerne unterwegs sein wollen. So, das ist eine Tatsache und ich muss es vorneweg nehmen, dass ich jetzt auch ein bisschen mich schwer tue, jetzt für die Mountainbiker jetzt hier ein riesen Maß an Verständnis aufzubringen, weshalb das unbedingt sein muss und eine gute Sache ist, dass die die Berge runterbrezeln. Fällt mir schwer. Gehen wir mal die einzelnen Parameter dieses Konfliktes durch, beziehungsweise die einzelnen Konfliktgruppen. So. Da wäre zunächst mal der Waldbesitzer zu nennen. Der hat deswegen ein Problem mit den Mountainbikern, weil A, sie hinterlassen sichtbare Spuren in seinem Wald. Das finde ich, kann man menschlich nachvollziehen, dass man das nicht mag. Mitunter kann so eine Mountainbike-Strecke schon einen ziemlich hässlichen Einschnitt im Waldbild darstellen. Es ist nur ein optisches Problem, nicht nur, aber fürs Erste, für den Waldbesitzer erstmal ein optisches Problem. Ja, ein bisschen blöd. Wenn dabei dann noch Bäume beschädigt werden, weil die Wurzeln wachsen ja da, wo die dann rüberbrezeln, da wird dann halt relativ schnell sämtliche Rinde von der Wurzel abgetragen, damit ist die Wurzel tot. An dem Punkt wird es auch ein wirtschaftliches Problem. So, durch diese verletzte Wurzel kann dann auch durchaus mal irgendein Pilz in den entsprechenden betreffenden Baum eindringen, kann den von innen entsprechend aushöhlen, sodass der Baum dann quasi nichts mehr wert ist. Und wenn das jetzt zum Beispiel irgendeine alte Eiche gewesen ist, so 200 Jahre alt, dann reden wir da schon von einigen tausend Euro an potenziell möglichen wirtschaftlichen Schaden, der durch sowas entstehen kann. Also es ist nicht so, dass da nie nichts passieren kann, ne? Das ist jetzt ein Sonderfall, wenn das dann mal wirklich zu sowas kommt, aber möglich ist es. Und vor sowas hat ein Waldbesitzer verständlicherweise ein wenig Angst. So, dann ist das nächste Problem, dass der Waldbesitzer ohnehin eh schon in der fiesen Situation ist. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es manchmal etwas nervig ist, dass jeder, der durch den Wald latscht, bei ihm auch durch seinen Wald latschen darf. Wenn das Betreten des Waldes zum Zwecke der Erholung ist grundsätzlich gestattet und macht keinen Unterschied, wem jetzt dieser Wald speziell gerade gehört. Der darf also niemanden, der in dem seinem Wald jetzt Pilze suchen möchte, ausschließen. Darf er nicht, schlicht und ergreifend. Rechtssituation ist allerdings so, dass er sehr wohl eben die Mountainbiker ausschließen darf, weil die dürfen nämlich nicht. Das ist einfach schlicht und ergreifend die Gesetzeslage. Die dürfen nicht irgendwo irgendwelche Hänge runterfahren. Beispiel aus Baden-Württemberg und Bayern. Das ist in jedem Bundesland ein bisschen anders geregelt, aber im Großen und Ganzen läuft es darauf hinaus, dass es eigentlich nicht erlaubt ist. Fast nahezu überall läuft es darauf hinaus. Es sei denn, es ist auf bestimmten ausgewiesenen Strecken halt eben doch erlaubt. Aber solange das nicht der Fall ist, gilt in Baden-Württemberg, dass das Radfahren, insbesondere das Mountainbiking, nur auf Wegen von einer Breite von 2 Metern gestattet ist oder mehr, also quasi auf der Vorstraße oder einem sehr gut ausgebauten Wanderweg. Und in Bayern gilt, das Mountainbiken ist auf geeigneten Wegen gestattet. Was ein geeigneter Weg ist, da darf man sich jetzt juristisch wieder ein bisschen prügeln, aber gemeint war damit, als das Gesetz entsprechend erlassen wurde, so ähnlich wie in Baden-Württemberg, halt eben eine Vorstraße und einen Weg, der sonst irgendwie auch vernünftig breit ist, wo man halt gemeinsam einigermaßen zurechtkommt, ohne sich gegenseitig über den Haufen zu fahren oder zu kicken, je nachdem. Situation. Das Fazit lautet: Befahren ist nicht betreten. Es ist also schon nach rechtlicher Sicht im Sinne des Waldgesetzes was anderes, wenn du im Wald rumfährst, als wenn du im Wald rumläufst. Tatsache. So ist die Gesetzlage. Kann man Scheiße finden, kann man versuchen zu ändern, überhaupt kein Thema, alles in Ordnung, aber aktuell sieht es so aus. So.
dann für den Waldbesitzer ebenfalls ein Problem. Der ist haftbar für Gefahren in seinem Wald, die nicht waldtypisch sind. Da muss er unterscheiden. Waldtypische Gefahren akzeptiert der Waldbesucher automatisch mit dem Betreten des Waldes. Wenn du also in den Wald gehst und es fällt dir ein Ast auf den Kopf, dann ist das eine waldtypische Gefahr und der Waldbesitzer kann nichts dafür, wenn jemandem in seinem Wald ein Ast auf den Kopf fällt. Wenn hingegen es illegale Mountainbike-Strecken im Wald des Waldbesitzers gibt und der merkt das nicht rechtzeitig, dann ist er seiner entsprechenden Sorgfaltspflicht unter Umständen nicht nachgekommen, diese sofort zu kennzeichnen, zu sperren, wie auch immer man so eine Strecke jetzt wirklich sperren will in einem riesigen Wald, aber zumindest versuchen und zumindest ein Schild dran machen, dass das eher eine illegale Mountainbike-Strecke ist. Solche Schilder sieht man dann ja auch durchaus hin und wieder mal. Das mindestens kann man nach Ansicht einiger Rechtsmenschen vom Waldbesitzer erwarten. Und wenn er das halt eben nicht tut oder wenn er Pech hat, dass er eine Strecke zu spät bemerkt und auf dieser Strecke verunglückt dann meinetwegen ein 13-Jähriger und ist dann querschnittsgelähmt, dann hat der arme Waldbesitzer erstens mal einen gewissen Shitstorm, den er über sich ergehen lassen muss. Und außerdem kann es auch sein, dass er dann irgendwie in irgendeiner Form ja eben zu Schadensersatz, Schmerzensgeld oder sonst was verurteilt wird. Unter Umständen ist noch nicht ganz abschließend geklärt, wie die Rechtslage da ist. Dass man davor allerdings Angst hat als Waldbesitzer, das denke ich, ist sicherlich irgendwo nachvollziehbar. Gegenargument der Mountainbiker-Szene, ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, die würden problemlos irgendwelche Zettel unterschreiben, dass sie sämtliche Haftungsausschluss für sich als in Ordnung empfinden und so weiter und so fort. Das ist halt einfach vom Verwaltungsaufwand her, zumindest solange nicht dann noch irgendeine Interessensvertretung der Mountainbiker und eine Interessensvertretung der Waldbesitzer irgendwie da ist und man sich darauf einigt, dass dann da halt eben wirklich eine Strecke entsteht, beziehungsweise da ist, die genehmigt ist, ist das halt auch nicht möglich. Also damit haben wir wieder eben bei genehmigten Strecken kein Problem, bei irgendwelchen illegal angelegten Strecken im Wald geht das so nicht. Das kann man so nicht machen, weil in dem Moment, wo man dann irgendwas unterschreibt und da irgendwie und so weiter und so fort, muss es sich ja um eine genehmigte Strecke handeln. Deshalb ist das so ein Argument, was ich ein bisschen hinkend finde, so einfach mal so in den Raum geschmissen. Aber gut. Es gibt ja genehmigte Strecken. Dazu kommen wir später noch. Gut, das war jedenfalls die Sache mit dem Waldbesitzer. Dann wäre da das Problem mit dem Förster bzw. dem Jäger und eben die Schäden, die durch solche Mountainbike-Strecken am Wald entstehen. Und zwar muss man da sagen, jetzt nicht unbedingt, dass die Leute Bäume umfahren oder sich die Strecke erst freisägen und riesige, keine Ahnung, Schneisen in den Wald schlagen, das ist nicht der Fall. Aber es gibt durchaus Schäden, die am Ökosystem Wald durch die Mountainbikerei entstehen, die jetzt für den Laien, was so ein Mountainbiker in der Regel meistens ja auch ist, nicht ersichtlich sind. Und da wäre zum einen die erhebliche zusätzliche Beunruhigung des Wildes zu nennen. Es ist grundsätzlich so, jeder, der in den Wald geht, stört zu einem gewissen Maß das Wild. Es ist noch nicht absolut gar nicht geklärt, wie sehr ein Spaziergänger, der einfach so im Wald unterwegs ist und sich auch abseits der normalen Wege bewegt, das Wild stört. Da gibt es so Theorien von sehr bis so gut wie nicht. Egal was davon zutrifft, es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen demjenigen, der zu Fuß, was er ja darf, also da ist die Gesetzeslage auch klar, das darf man. Derjenige, der zu Fuß durch den Wald läuft, ist langsam unterwegs und gemütlich. Er ist also in der Wahrnehmung der anderen Tiere ein anderes Tier quasi, das sich halt einfach durch den Wald bewegt. Vielleicht ein seltsames Tier, weil ein Mensch, aber immer noch normal, in Anführungszeichen. Was ist jetzt, wenn allerdings jemand mit enormer Geschwindigkeit durch den Wald bretzelt? In der Wahrnehmung der Tierwelt kann das zwei Ursachen haben, dass jemand quasi so viel Energie verschwendet, sich mit enormer Geschwindigkeit fortzubewegen. Also drei Ursachen. Ursache Nummer drei, um sie vorwegzunehmen, ist, man ist ein Vogel und kann fliegen. Das geht nicht langsam. Das muss eine gewisse Mindestgeschwindigkeit haben. Das ist den anderen Tieren klar. Das ist also demzufolge kein Grund zur Beunruhigung.
Wenn jetzt irgendein Tier, das nicht fliegen kann, sich wahnsinnig beeilt, um von A nach B zu kommen, dann hat das entweder den Grund, dass es derjenige ist, der Hunger hat und jemand anders fangen möchte, oder dass es derjenige ist, der von demjenigen, der Hunger hat, davonläuft. Und in jedem Fall ist es ein Zeichen für sich in diesem Moment im Wald befindliche Gefahr, wenn irgendjemand wie ein Gestörter durch die Gegend rennt. Und jetzt ist es so, ein Mountainbiker wird wahrscheinlich von Tieren so wahrgenommen, als ob es irgendein Tier wäre, das wie ein Gestörter durch die Gegend rennt. Was soll es denn sonst sein? Ne? Und das bedeutet, alle anderen Tiere in der näheren Umgebung, oh Kacke, da ist entweder der Räuber oder ein Gejagter unterwegs und hinter dem Gejagten kommt der Räuber gleich hinterher. Das heißt, wir müssen alle abhauen. Der Umkreis, also das Ausmaß des Bereichs, in dem ein runterbretternder Mountainbiker für Beunruhigung des Wildes sorgt, ist einfach viel, viel, viel größer als der relativ kleine Kreis von ein paar Metern, wo du als Fußgänger wirklich dem Reh nahe kommen musst, damit es aus seiner Deckung aufspringt und davon rennt. Das ist schon ein erheblicher Unterschied. Und das macht schon erheblich mehr Beunruhigung fürs Wild. Jetzt kommt es natürlich so ein bisschen auf die Größe des Ganzen an. Wenn jetzt die Mountainbiker immer auf dem gleichen Weg unterwegs sind und es gibt in diesem Wald eine ausgewiesene Strecke oder von mir aus noch zwei und die fahren sie immer runter und fahren nur da, dann ist das für das Wild nicht weiter dramatisch. Dann weiß das Wild ja, okay, wenn ich jetzt hier stehe, dann stehe ich neben dieser Strecke, da stehe ich lieber nicht, dann stehe ich woanders. Und dann gehen sie da halt eben nur nachts hin, wenn dann der Mountainbiker weg ist. Das ist eine gewisse Einschränkung des Bewegungsraums der Wildtiere, aber das ist sonst nicht weiter schlimm. Wenn aber jetzt immer mal wieder irgendwo neue Strecken entstehen oder irgendwie die ganz toughen Super-Mountainbiker auch völlig ohne irgendwelche Wege irgendwo runterbretzeln oder, was noch viel schlimmer ist, irgendwelche sehr kleinen Wege, die nämlich Wildwechsel sind, also Pfade von den Wildtieren runterbretzeln, weil sie sich denken, oh, da gibt es ja auch einen tollen Weg, den ich runterbretzeln kann. Letzteres stellt dann doch wirklich einen massiven Eingriff in eben die Lebensweise der Wildtiere dar. Das ist schon nicht von der Hand zu weisen. Also das sind schon Punkte, die jetzt so meiner Meinung nach die wesentliche Störung durch den Mountainbiker eben entsprechend ausmachen. So, wer damit ein Problem hat, ist der Jäger. Erschweren kommt noch hinzu, dass der Jäger ja gewisse Jagderfolge erzielen muss und auch möchte natürlich, aber auch muss. Das ist so vorgeschrieben. Man könnte also jetzt sagen, der kann da quasi gar nichts dafür. Das ist natürlich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, das gebe ich zu. Aber trotzdem, Jagd ist momentan nach aktueller Gesetzeslage und aktuellem Bedarf der Gesellschaft nach Wildfleisch, was ja gut so ist, denn mehr Bio im Fleisch geht nicht als Wild, ist es halt so, dass nun mal gejagt werden muss. Punkt. In Zukunft kann man sich vielleicht Alternativen überlegen, das können wir alles an anderer Stelle diskutieren, aber aktuell ist es halt jetzt nun mal so. Und wenn jetzt das Wild ständig dadurch gestört wird, dass da die Mountainbiker runterbretzeln, dann taucht es an bestimmten Stellen halt nicht mehr auf. So, und wenn jetzt der Jäger, der das Pech hat, an dieser bestimmten Stelle halt eben seine Hochsitze stehen zu haben, also so quasi mehr oder weniger entlang einer solchen Mountainbike-Strecke, dann sieht der niemals irgendwelches Wild mehr. Weil das Wild schon gewöhnt ist, aus der Region vom Wald bleibe ich weg, da brettern dauernd Leute runter. Das ist dann schon hartes Los für den entsprechenden Jäger und wird dem halt eben nicht unbedingt gefallen. Beim Förster sieht es ungefähr genauso aus. Der Förster ist ja auch oft der Jäger und dieser Faktor stört ihn auch. Dann kommt halt eben beim Förster dazu, dass der auch nicht unbedingt kranke Bäume haben will, in die der Pilz eindringt durch Wurzelverwundungen, durch eine entsprechende Schneise im Waldboden. Auch wieder so ein bisschen blöde und für den Förster kommt noch erschwerend dazu, dass diese Mountainbike-Strecken, wenn sie dann wirklich hochfrequentiert sind und viel befahren werden, eine gewisse Erosionsrinne darstellen. Was ist eine Erosionsrinne? Das ist quasi eine Schneise am Hang. Wenn es regnet, wird der Hang links und rechts von der Rinne nass. Das Wasser rinnt dann aber nicht durch den Boden, wo es gefiltert wird und quasi kaum Schaden anrichtet, nach unten, sondern dringt dann immer zu einem gewissen Maß in diese Rinne ein. In dieser Rinne kann es dann schön fließen. Es gibt höhere Fließgeschwindigkeiten und wie wir wissen, holt
steter Tropfen hüllt den Stein und das gilt auch eben dann für so eine Erosionsrinne. Die wird dann immer weiter ausgewaschen, bis wir dann da irgendwann wirklich so einen richtig tiefen Einschnitt im Hang haben. Beim Austreten des Wassers aus dem normalen Waldboden links und rechts wird immer ein bisschen Waldboden mitgenommen. Das heißt, diese Rinne wird auch immer breiter und irgendwann kann dann eine richtige Schlucht daraus entstehen, die halt eben nicht natürlichen Ursprungs ist. So eine Schlucht stört, wenn man da in irgendeiner Form Holz ernten möchte. Und es ist einfach so von der Mentalität her derjenigen, die für den Wald verantwortlich sind, nicht so schön, wenn da plötzlich eine anthropogene Schlucht im Wald steht. Es kann auch durchaus eben dann mal sein, dass durch diese Erosionsrinne wirklich größere Mengen Boden weggerissen werden. Und alles, was am Boden weggerissen wird, steht nicht mehr zur Verfügung, dass da Pflanzen drin wachsen können. Ist also auch nicht so eine schöne Sache. Das ist zwar was, was erst über sehr lange Zeiträume eine Rolle spielt. Und wenn es eine kleine Mountainbike-Strecke bleibt, dann wird es vielleicht eventuell auch nie eine Rolle spielen. Aber es ist auch eine mögliche Sache, die da zu beachten ist. Gerade bei den öffentlich angelegten, dann auch sehr stark frequentierten Strecken, wie man sie zum Beispiel in Freiburg hat, ist das was, was man über die längerfristige Nutzung dieser Strecken dann irgendwann mal sehen wird, dass das dann irgendwann wirklich Sachen sind, die man aus dem Wald nicht mehr rauskriegt. Die sind dann da. Das ist in Ordnung, das kann man schon so machen, solange das halt eben auf eine gewisse Zahl von diesen Strecken beschränkt bleibt. Wenn die überall sind, dann wird es irgendwann schwierig, ne? Wobei man natürlich aber auch der Fairness halber sagen muss, überall sind dann nicht so große. Wenn das illegale Dinger sind, so kleine Insider-Pfade, Pfade und so weiter und so fort, dann werden die schon nicht so riesig, dass da große Erosionsschäden zu erwarten sind. Aber theoretisch wäre es möglich und ich wollte das jetzt halt mal in die Argumentationsweise mit aufnehmen. Gut, was haben wir da noch für Probleme? Das Wesentliche und das wahrscheinlich mengenmäßig am häufigsten auftretende Problem ist sicherlich auch zu einem gewissen Teil psychologisches, nämlich zwischen eben dem Spaziergänger und dem Mountainbiker. Die Art und Weise, sich im Wald fortzubewegen und den Wald wahrzunehmen, von den einen ist den anderen in der Regel relativ unverständlich, beziehungsweise zumindest in dem Moment, wo sie das eine oder das andere sind. Soll heißen, was macht der Spaziergänger? Der bewegt sich langsam und möchte dabei die Ruhe im Wald genießen, die typische Waldstimmung genießen und einfach die Erholung finden, wie sie im klassischen Sinn im Bundeswaldgesetz eben auch vorgesehen ist, durch eine gemütliche Fortbewegung im Walde. Ne? Nicht Action, sondern gemütlich. Beim Mountainbiker, das mag ja durchaus sein, dass es auch einen Ausgleich zum Alltag darstellt und somit auch eine Form der Erholung ist, die Berge runter zu brezeln. Das möchte ich überhaupt nicht bestreiten. Was es aber definitiv eben nicht ist, ist gemütlich, sondern es ist Action. Und wenn derjenige, der auf eine gemütliche Aktivität aus ist, dauernd von jemandem, der auf Action aus ist, überholt wird, dann ist das auf die Dauer nervig, schlicht und ergreifend. Gerade eben, wenn das dann eine gewisse Regelmäßigkeit annimmt, dass man also wirklich viele Mountainbiker hat, die jetzt auf einem bestimmten Wanderweg unterwegs sind, ja, kann ich schon nachvollziehen, dass das ein bisschen nervig ist dann, wenn man da dauernd zur Seite gehen muss und die vorbeilassen. Weil das Problem ist ja auch, es ist ja nicht so, dass die Mountainbiker dann anhalten und warten, bis der Fußgänger vorbeigegangen ist, sondern es ist andersrum, weil irgendwie ja so ein bisschen rechte Stärkeren quasi, rechte Schnelleren. Klar kann das auch schon mal vorkommen, dass so ein Mountainbiker den Fußgänger vorbeilässt und da dann entsprechend anhält, aber generell ist das, glaube ich, immer so ein bisschen eine nervige Situation. Also ich habe das ja auch schon mehrfach erlebt natürlich und ich finde es halt einfach ein bisschen, na, ich brauche das nicht, wenn ich im Wald unterwegs bin, meine Ruhe haben möchte. Andere Leute, die da zu Fuß unterwegs sind, ja gut, klar, brauche ich eigentlich auch nicht. Aber die kann ich wirklich eher akzeptieren, als da so jemanden, der da mit Karacho eben den Pfad hinter mir runtergebrezelt kommt.
habe ich so ein bisschen einfach emotional meine Schwierigkeiten mit diese Art und Weise, sich in der Natur fortzubewegen mittels Action. Das passt mit meinem Weltbild einfach nicht überein. Und ich bin mit dieser Wahrnehmung sicherlich nicht alleine. Und das Problem kennen sicherlich viele andere, die vorwiegend wandern gehen, eben im Walde auch. So, soweit dazu. Jetzt gibt es das große Argument. Ja, aber wir Mountainbiker, wir machen ja viel weniger Schäden im Wald als die böse Forstwirtschaft. Und dazu gibt es, das stimmt, das ist aber vollkommen richtig. So, aber jetzt gibt es dafür das meiner Meinung nach Killer-Gegenargument, weshalb das zwar stimmt, aber keine Rolle spielt, weil was macht denn die böse Forstwirtschaft als Resultat dafür, dass sie diese fiesen Schäden im Wald anrichtet und so weiter und so fort? Holz. Und was machen wir mit Holz? Häuser bauen, Möbel bauen, heizen, viele nützliche Dinge, und die Gesellschaft ist auf Holz einfach angewiesen. Punkt. Das kann ich jetzt natürlich noch weiter ausführen, warum das so ist, habe ich aber an anderer Stelle schon getan, spare ich mir jetzt an dieser Stelle deswegen. Und ich glaube nicht, dass jetzt irgendjemand bestreiten wird, dass wir Holz brauchen. Und wo soll es herkommen, wenn wir halt keine Bäume fällen? Im Reagenzglas züchten? Ja, geht auch, aber macht keinen Sinn. Demzufolge brauchen wir Holz. Es ist also ein gesamtgesellschaftlicher Nutzen da, wenn Holz gefällt wird. Bäume gefällt werden, damit Holz gemacht wird. Ne? Das wird nachgefragt, da haben dann diejenigen, die ein Holz bauen, Haus bauen wollen, was von und so weiter und so fort. Ist ja einleuchtend. Und dabei muss halt eben nun mal auch Wald beschädigt werden. Ein Baum muss gesägt werden, um zu Holzbrettern zu werden. Das ist eine Tatsache. Da führt kein Weg dran vorbei. Es ist also einfach ein notwendiges Übel, dass durch Forstwirtschaft Schäden am Wald entstehen. Die einzige Alternative, die es dann noch gäbe, wäre, wir benutzen kein Holz mehr und benutzen nur noch Plastikmöbel und Beton. Ja, ist meiner Meinung nach auch nicht so schön. Dabei entstehen große Schäden am Wald eben, bei der Holzernte. Für die Tatsache, dass Holz da ist. Anderes Szenario, der Mountainbiker. Der hinterlässt zwar nur vergleichsweise geringe Schäden am Wald, aber was ist der gesellschaftliche Nutzen eines Mountainbikers? Keiner. Was entsteht dabei, wenn Mountainbiker irgendwo runterbrezelt? Spaß für die Einzelperson. Sonst nichts. Man könnte also schon irgendwie sagen, dass Schäden am Wald durch Spaß von denjenigen, die sie verursachen, irgendwie nicht so ganz gerechtfertigt sind. Vielleicht, eventuell, könnte man. Aber, und da musste man schon ziemlich Jesus sein, beziehungsweise so sehr sitze auch ich nicht im Glashaus, dass ich damit als dass ich damit Steinen schmeißen wollte. Was ich so im Wald treibe, verursacht schon auch ein gewisses Maß an Schaden, das allerdings erheblich geringer ist, als so ein Mountainbiker eben anstellt. Meistens. Und ich mache das ja auch im Wesentlichen nur zu meinem eigenen Vergnügen. Es ist nicht so, dass die Gesellschaft jetzt großartig was von hat, es sei denn, ich produziere jetzt gerade Videos, die dann ganz viele Leute gucken, und dann könnte man vielleicht eventuell mit sehr geringem Schaden am Wald sehr viel Spaß für viele das vielleicht noch eventuell rechtfertigen. Eventuell, aber wenn ich schon damit argumentiere, dass beim Mountainbiken im Wald nichts rauskommt, außer Spaß für die beteiligten Personen, dann muss ich das ja ehrlich gesagt dann auch eben bei mir zugeben, wenn ich mir zum Beispiel irgendwo mein Würstchen grille oder einen Cheeseburger aus der Dose heiß mache oder ja, sonst was in der Richtung. Denn so ein kleines Feuerchen im Wald anzünden, es hat auch schon immer einen gewissen Einfluss auf die sich in der Nähe befindende Wildpopulation, zum Beispiel. Davon abgesehen ist es auch verboten, genau wie Mountainbiking. Also in der Regel verboten. Es sei denn, ne? Aber in der Regel halt schon. Weswegen ich jetzt nicht sagen möchte, böse, böse Mountainbiker macht zum eigenen Vergnügen den Wald kaputt, sondern das tue ich, beziehungsweise diejenigen, die diesen Kanal gucken, ja auch in einem gewissen Maße. Jetzt könnte man allerdings nur noch damit argumentieren, wenn man die Mountainbiker weghaben will, ja dann sollen die aufhören, Mountain zu biken, sondern eben lieber zu Fuß gehen. Weil da ist der Schaden geringer und man hinterlässt keine sichtbaren Spuren, wenn man es richtig macht.
könnte man es so sagen. Lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Es ist natürlich nicht so, dass ich jetzt den Mountainbikern das Mountainbiken verbieten möchte. Das würde sowieso nicht funktionieren und würde auch zu weit führen. Ja, also ich bin definitiv ein Fan von den offiziellen Mountainbiker-Strecken, die dann halt wirklich in Zusammenarbeit mit den anderen Interessensgruppen am Wald entstehen, dass man dann halt sagt, okay, in diesem Stückchen Wald, da dürfen die Mountainbiker jetzt fahren und da nehmen dann alle anderen drauf Rücksicht. Heißt, der Jäger jagt woanders, der Förster, gut, der muss da trotzdem rumförstern, aber der weiß dann zumindest, ja gut, dann sind die da halt unterwegs, dann sperren wir das Ding mal für 2 Wochen im Jahr, wenn ich da Holz mache, wenn überhaupt in dem Jahr an der Stelle Holz gemacht wird. Das ist auch nochmal eine andere Frage. Also sagen wir mal, alle 10 Jahre für 2 Wochen da die Strecke mal kurz sperren, das wird hoffentlich vertretbar sein. Wenn es sowieso im Winter erfolgt, ist es, glaube ich, noch vertretbarer. Wie gesagt, der Jäger jagt dann nicht. Die Spaziergänger gehen auf dieser Strecke da nicht spazieren, sondern woanders. Beziehungsweise, wenn sie doch auf dem Weg zu dieser Abfahrt spazieren gehen, dann müssen sie halt wirklich damit klarkommen, dass da dann auch Mountainbiker unterwegs sind. Das weiß man dann ja. Das ist ja auch dann in Ordnung. Das Wild weiß, dass es an dieser Strecke ständig von Mountainbikern gestört wird und geht dann woanders hin. Das ist also auch nicht so dramatisch, dann wird es nicht mehr ständig gestört. Und einzelne Erosionsrinnen im Wald, wenn das wirklich vergleichsweise wenig bleiben, dann ist das auch nicht dramatisch. Also das kann der Wald dann auch ab und da hält sich der Schaden sehr in Grenzen. Also auf diesem Wege könnte man schon Mountainbiker in den Wald integrieren, ohne dass die anderen alle genervt sind. Und so, dass sich halt eben der entsprechende Schaden in Grenzen hält, auf einem Niveau, was für die Nutzlosigkeit des Spaßhabens angemessen ist, ne? Finde ich. Also ganz nutzlos ist es ja nicht. Man möchte ja schon den Leuten erlauben und die Möglichkeit zur Verfügung stellen, eben entsprechend ihrem Hobby nachzugehen, auch wenn das halt ein Hobby ist, was halt ein bisschen Schäden hinterlässt, aber ja. Ich sehe aber halt wirklich keinen Bedarf, diese 2-Meter-Regel zum Beispiel, wie wir sie in Baden-Württemberg haben, aufzuweichen. Dass man sagt, ab sofort Radfahren überall gestattet, was die Mountainbiker ja teilweise schon ganz gerne hätten. Ich finde es richtig, dass eine illegale Mountainbike-Strecke, die man irgendwo im Wald irgendwo runterfährt, eine illegale Mountainbike-Strecke ist. Dass das illegal bleibt, dass das nicht erlaubt wird. Ich bin da also definitiv nicht der Meinung, dass wir da irgendeine Gesetzesregelung brauchen. Natürlich kann man immer kleinräumig das an einzelnen Stellen erlauben und das reicht meiner Meinung nach. Also ich weiß, ich mache mich bei den Mountainbikern unbeliebt, aber ich bin keiner. Mir liegt vor allen Dingen das Wohl des Waldes am Herzen. Ich finde, ein Aufenthalt im Wald ist dann richtig, wenn man dabei wirklich so gut wie nichts mehr an Schäden verursacht, als das, dass man da ist, damit einfach ein anderes Tier in der Tierwelt darstellt. Man hinterlässt Fußabdrücke, die so gut wie gar keinen Schaden am Waldboden hinterlassen. Und das ist meiner Meinung nach das Höchstmaß, was man eigentlich machen sollte. Dass man dann hin und wieder vielleicht zum Beispiel mal eine Nacht im Wald übernachtet und dann einfach einen längeren Aufenthalt durchführt. Oder sich dann halt mal wirklich was auf dem Gaskocher irgendwas warm macht oder irgendwie sowas. Finde ich jetzt auch noch vertretbar. Aber schneisen in den Wald fahren, zum eigenen Vergnügen, schwierig. Schwierig. So. Nachdem ich mir jetzt zu Ende unbeliebt gemacht habe, kann ich jetzt wieder was anderes machen. Macht's gut.